Hallo und willkommen. Wir bereiten uns gerade auf den Auftakt zu einer weiteren Runde der Saison vor. Während die Warmer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an. Und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Dank einer super Fahrt gestern startet Lance Stroll von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Hülkenberg, Kevin Magnussen und Verstappen. Van Dorn, Ocon, Alonso und Lewis Hamilton. Gasly, Bottas, Marcus Ericsson, Sirotkin, Sainz Jr., Perez, Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Grosjean und Brandon Hartley macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,1 Sekunden. Wohlverdienter Sieg für Williams nach diesem atemberaubenden Grand Prix. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine grandiose Mannschaftsleistung und das Ergebnis harter Arbeit. Williams holt sich heute den Sieg.